Kobold, die auf Kobold verzichten können. Kobold. Es folgt ein Schlagabtausch, höflich, aber deutlich. Baerbock ist im Vergleich zum Kanzler der unangenehmere Gast in Peking. Sie lässt kein Konfliktthema aus, kritisiert Menschenrechtsverletzungen in der Uiguren-Provinz Xinjiang und warnt vor einem Angriff Chinas auf Taiwan. Eine militärische Eskalation in der Straße von Taiwan, durch die täglich 50% des Welthandels fließen, wäre für die gesamte Welt ein Horrorszenario. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir brauchen Gespräche auf Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt, aber keine herablassenden Belehrungen. Keiner weicht von seiner Linie ab. Am Ende zumindest ein gemeinsames Fazit. Es war gut zu reden, vor allem auch beim Thema Wirtschaft und Klimaschutz. Annalena, kommst du bitte zum Schluss?